So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Und zwar geht es in diesem ausschließlich um Pistons. Und ich würde sagen, ich laber jetzt gar nicht so viel, sondern fange jetzt direkt an. Und zwar habe ich jetzt einfach mal hier 12 Blöcke direkt hintereinander gepackt und hier einen Piston. So, wenn ich den jetzt aktiviere, sehen wir, der Piston schiebt die ganzen Blöcke nach vorne weg. Und wenn ich den wieder einfahre, weil es ein normaler Piston ist, bleiben die Blöcke so. Und der Piston bewegt sich natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier einen Block zwischensetze, kann ich hier klicken, so viel ich will. Es wird nichts mehr passieren, denn so wie es hier auch auf dem Schild steht, der Piston kann maximal 12 Blöcke verschieben. Sobald also das hier wäre dann der 13. Block. Und deswegen geht es nicht mehr. So. Dann habe ich jetzt hier mal zwei Pistons nebeneinander gestellt, oben ein bisschen Gravel drauf. Wenn ich jetzt die Pisten aktiviere, fahren sie hoch. Wenn ich den jetzt ausmache, sieht man, der fällt und der wird runtergezogen. Das liegt daran, dass ich halt einmal hier einen normalen Pisten habe und einmal einen klebrigen oder einen sticky Pisten. So, jetzt das Ganze quasi mit einem Erdblock einmal nach vorne weg. Na gut. Wie man sieht, der Sticky Piston nimmt den Block halt wieder mit nach hinten und der normale Piston natürlich nicht. So. Dann gehen wir erstmal nach hier. Und zwar habe ich jetzt hier einen Sticky Piston, der einen Sticky Piston nach vorne schiebt. Den fahre ich jetzt einfach mal aus und wie man sieht, wird der ausgefahren, der bleibt da vorne. Hier kommt natürlich gerade kein Signal rein. Also bleibt er so. Wenn ich jetzt hier noch ein Signal reinlege, fährt er auch noch aus. Wenn ich jetzt hier einfahre, passiert etwas Merkwürdiges, und zwar der Piston zieht ihn nicht mit ran. Wenn ich das gerade so wegmache und ihn dann einfahre, wird er eingezogen. So, jetzt habe ich hier nochmal dasselbe quasi mit zwei Repeatern. Die fahren aus, der schiebt den weg, aber zieht ihn nicht wieder mit ein. Wenn ich jetzt hier den Delay in Tucken erhöhe, sehen wir, dass der wieder mit eingezogen wird, dadurch, dass der Piston, der jetzt hier vorne ist, dann kein Signal mehr hat und der dann erst einzieht. Also zunächst verliert der hier das Signal und dann zieht der ein, also wird der Piston mit eingezogen. Also immer wenn ihr drauf, wenn ihr Pistons bewegen wollt, immer darauf achten, dass diese derzeit kein Signal bekommt. Beziehungsweise, wenn ihr sie einziehen wollt, dürfen sie kein Signal bekommen, denn wenn der Piston da ist, auch weil der jetzt doch jetzt, ach nee, doch nicht. Nee, ich habe mich jetzt gerade selber vertan. Also die dürfen nie Signal haben, sonst kann man sie nicht verschieben. Ich dachte gerade, beim Schieben geht es, aber genauso wenig. So, jetzt Allgemeinheit, wie man diese Pistons ansteuern kann. Und zwar habe ich jetzt hier einfach Kabel von jeder Richtung einmal reingesetzt. Wie man sieht, von hier geht's, also von der einen Seite, von hinten und von der anderen Seite. Dasselbe geht genauso mit Repeatern von der einen Seite, von hinten, von der anderen Seite. Was nicht geht, wenn man irgendwie außenrum Kabel legt, weil das Signal dann einfach quasi an den Pisten vorbeigeht. Hier vorne würde es natürlich auch nichts bringen, weil wenn dann ausfallen würde, wäre das Kabel eh weg. Von daher. So, dann die Ansteuerung von unten. Also ich habe einmal komplett unten irgendwelche Kabel angelegt, egal ob ich jetzt hier was weglasse oder so. Die werden nie ausfahren. Erst wenn man, so wie es hier ist, in dem Block da drunter durch einen Repeater ein Signal reinlegt, dann fahren die aus, weil dann der Block an den Pisten das Signal direkt weitergibt. Beziehungsweise man setzt unten drunter eine Redstone-Fackel und die gibt das Signal auch weiter. Weitere Möglichkeit ist, da das Signal unten nicht funktioniert, das Signal oben auf einem Block hinten gleichzeitig
lang zu leiten. Wie man sieht, fahren die auch aus. Oder man nimmt auf dem Block, der dahinter ist, oben einen Repeater drauf. Da kann man das Signal von hinten kommen lassen. Ja, und da fahren die auch aus. Weitere Methoden, das von hinten, und zwar wenn man zwei Blöcke übereinander und oben eine Redstone-Fackel dran setzt, fällt nicht nur der obere aus, sondern auch der untere. Wenn ich jetzt das Signal wegnehme, seht ihr, beide fahren ein, beziehungsweise beide fahren wieder aus. Dahingegen, wenn man unten die Fackel macht, fährt der obere nicht mit aus. Da müsste man das dann so machen wie hier. Moment. Da habe ich unten hier die Fackel halt. Und dann habe ich hier oben einfach nochmal ein Redstone-Kabel hingelegt. Welches ja dann wieder nach dem Prinzip von da hinten das Signal an den oberen Pisten weitergibt. Das heißt, die Fackel unten gibt an den unteren Pisten und die obere an den oberen. Wenn man jetzt dann drei Pisten haben will, könnte man diese beiden Techniken quasi verbinden. Halt, indem man unten in der Mitte die Fackel hat. Die sorgt dann dafür, dass die unteren beiden ausfahren. Und hier oben wieder einmal Redstone-Kabel drauf. Also so oder halt seitlich, wenn da mehrere sind. Und die alle. Und der dritte fährt aus, also alle drei fahren aus. So. Auf Glas haben Pistons keine besondere Wirkung. Die fahren einfach ganz normal. Nur Redstone halt kann da kein Signal durchleiten, aber Pistons können es ganz normal verschieben. So. Ich habe jetzt hier noch ein Beispiel mit klebrigen Pisten und Gravel, beziehungsweise mit Sand funktioniert es genauso. Und zwar bleibt Kies oder Salz nicht an einem Pisten kleben, sondern wenn ich jetzt den Pisten, den Sticky Pisten, der da steht, ausfahre, fällt der Block runter. Das heißt, wenn ich jetzt wieder einfahre, fallen die runter und der nächste wird wieder nach vorne geschoben. Und das kann ich, also sobald er runterfallen kann, ne, also zack. Ansonsten wird er natürlich auch ganz normal nach vorne weggeschoben und wieder zurückgezogen. Aber wenn der halt runterfallen kann, dann überwiegt die Schwerkraft gegenüber dem klebrigen Kolben. Genau. Jetzt ein paar Türbeispiele. Ganz simple Beispiele halt, wie man die Sachen jetzt da nutzen kann. Eine Tür, die einfach aufgeht von beiden Seiten, kennt ihr schon aus dem anderen Tutorial. Aber da habe ich ja gesagt, ich erkläre euch das nicht, denn ich mache das jetzt hier. Ganz simpel quasi, zwei Blöcke übereinander, oben eine Fackel dran, dann sind die beiden dauerhaft ausgefahren. Von hinten in dem Fall, ich hätte auch von der Seite, das Kabel reingeleitet. Und sobald dann hier ein Signal anliegt, invertiert das Signal, die Pistons fahren ein. Selbe auch hier drüben, beide Kabel hier. Simple Ohrschaltung und die Pisten fahren ein und aus, beziehungsweise die von mir aus gesehen linke Tür fährt einen Tucken später, dadurch, dass ich hier unten das Signal verstärken musste, was halt dann auch eine kleine Verzögerung vielleicht hinten dann hervorruft, was ich jetzt aber für das Beispiel hier nicht ausgleichen wollte. So. Dann habe ich das Ganze nochmal jetzt R-Tür, aber ist ja im Prinzip egal. Hier ein Knopf, man kommt rein. Jetzt sieht man, die Verzögerung ist noch ein Tucken größer. Und zwar habe ich jetzt mal anders diese Pisten angesteuert. Und zwar habe ich jetzt auf dieser Seite über Repeater. Das heißt, die haben jetzt noch einen Klick mehr Verspätung. Wie gesagt, hier unten wieder der Repeater, weil das Signal von drüben nicht reichen würde. Und dann würden die halt einfahren, wenn das Signal nachlässt. Und hier drüben habe ich es mal ganz anders gebaut. Ich habe jetzt einfach von hinten in den Pisten ein Signal und von der Seite. Ups, das bin ich. Und hier quasi unser dauerhaftes Signal. Und das läuft so. Hier ist der eine Knopf. Da ist der andere. Das Signal geht dann da unten lang. Ist hier abgeschirmt, damit das nicht direkt hier reingeht.
weil das Kabel sonst an dem Block vorbeilaufen würde. Deswegen geht das Kabel hier auch nochmal außen rum. Und dann ist hier halt die Oder-Schaltung wieder, entweder der Knopf oder also der Knopf oder der Knopf. Gehen dann hier in den Inverter rein, invertieren das Signal und die Pistons fahren ein. In dem Fall musst du auch hier nochmal zwei Blöcke machen, da sonst Folgendes passiert. Und das wäre natürlich ärgerlich. Ich sollte die wieder angehen, aber irgendwie. Ach jetzt. Weil das halt zwei verschiedene Signale sind. Einmal das dauerhafte Aus, was halt den ausmacht, und das ein von dem, was das sonst wieder als Clock fungieren lässt. Und dadurch, dass die Clock so schnell läuft, würde das dann irgendwann einfrieren, wie wir eben gesehen haben. Und deswegen halt hier die Abschirmung, was nicht geht, in dem Fall mit Glasblöcken, weil auch wenn Glas das Signal nicht durchleitet, das Signal wird hier nicht unterbrochen, weil das Kabel, sieht man hier, geht noch nach da unten, wobei so das Kabel hier geradeaus weitergeht. Ja, jetzt fehlt da wieder das Signal. Irgendwo hier bestimmt ein Kabel weggerissen. Im Eifer des Gefechts. Ach ne. Ja, das Signal stört natürlich, ja. Und soweit war das mein Pistentutorial. Ich hoffe, ich habe alle möglichen Ansteuermethoden erwähnt. Beziehungsweise habe keine besonderen Ausnahmen der Pistons vergessen und verabschiede mich somit von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gebrauchen, die kleinen Tipps und Tricks. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Probleme habt in Minecraft, irgendein Tutorial braucht, schreibt es uns. Wir versuchen es umzusetzen, um euch zu helfen. Und wie immer, guckt euch das Video nochmal an, falls ihr noch irgendwas nicht verstanden habt, aber ich denke mal, das sollte diesmal nicht so das Problem sein. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Tutorial.